Ja, hallo Mädels und Jungs. Willkommen zu einem neuen Video von Eddie. Ja, das ist jetzt seit zwei Monate, dass ich das erste Mal wieder mit dem SH-Roller fahre. Und natürlich habe ich auf der Tankstelle mal nach dem Luftdruck geschaut. Und ja, die Batterie habe ich nach einem Monat ausgebaut und ans Ladegerät angesteckt. Und siehe da, es war nach zwei oder drei Minuten war sie wieder voll. Also die Ladelampe ist ausgegangen. Und ja, jetzt kurz mal waschen. Und, Batterie hinein und natürlich auf den ersten Dreher angesprungen. Also das ist natürlich eine wirklich tolle Sache. Der SH und natürlich alle Einspritzmotoren haben da einen riesen Vorteil, weil ab dem Zeitpunkt der Drehung saugt der Luft-Benzin-Gemisch an und kann es gleich verbrennen und nicht so wie beim Vergaser, dass einmal die Schwimmerkammern gefüllt werden müssen und durch eine Saugwirkung sozusagen aus dem Schwimmerkammer über die Hauptdüsen und Leerlaufdüsen dann der Benzin herausgesaugt wird. Das ist hier nicht so, denn die Einspritzdüse bekommt ja von der Benzinpumpe so zwischen 3 und 5 Bar, je nach Fahrzeug. Und wenn die Einspritzdüse aufmacht, das Magnetventil, dann wird der Benzin fein zerstäubt in den Ansaugtrakt kurz vor den Ventilen hinein gespritzt. Wie gesagt, sehr zerstäubt und bei der Drehung braucht der Motor das nur mehr ansaugen und verbrennen. Naja, also das ist wirklich klasse und da kann man nicht sagen, Honda ist da nicht schlecht, auch wenn ich viele Probleme hatte, die ich noch überlege, ob ich sie berichte, denn Honda ist dann in manchen Details halt vielleicht doch nicht so toll und so hochqualitativ. Und ja, auch ein tolles Erlebnis natürlich mit der Honda Generalvertretung in Wien, der eine spitzenmäßige Aussage getätigt hat, die eigentlich der Horror schlechthin für jeden Mechaniker ist. Und ja, wie auch immer, eigentlich bin ich jetzt wieder zufrieden, auch wenn ich viele Problemchen hatte mit ihm. Mache jetzt eine kleine Runde mit ihm, damit er nach, seit wann steht er? 18. März? Nein, länger. Ich glaube 16. März, 15. 10. März, irgendwo zwischen 10. und 15. März war ich tanken. Wir haben jetzt schon Mitte Mai. Also, die Zeit ist rasch vergangen. Und ja, durch die Viruszeiten ist es so, dass wir momentan natürlich auch noch ein wenig freiere Straßen haben, aber das hält sich auch immer mehr in Grenzen. Und
Ja, ist da einfach nur mal den Roller wieder eine Runde bewegen und schauen, ob eh noch alles in Ordnung ist. Auf jeden Fall läuft er wieder, ist leise, ohne Ende. So leise, dass man ihn bei 50 km/h gar nicht mehr hört, den Motor. Und ja, dann sind wir weiter. Ja, wohin bin ich unterwegs? Ich besorge mir eine Motorradgarage, damit ich den Roller abdecken kann, weil nach 2 Monaten stehen hat er natürlich, obwohl er geschützt steht, wahnsinnig viel Blütenstaub gehabt. Den weht es dort halt leider hinein, wo er steht. War übersät mit Blütenstaub und Staub und war schmutzig. Eigentlich habe ich ihn nur abgespült, aber ja, jetzt decke ich ihn zu, weil ich momentan wahrscheinlich ihn fürs nächste Monat, also bis Juni werde ich ihn nicht brauchen, bis Mitte Juni. Und ja, ich arbeite viel von zu Hause aus und bin im Haus und genieße es einfach, die Zeit, in der ich gemütlich zu Hause arbeite, am Abend mit meinem Mädel in den Whirlpool gehe und ja, in der Nähe natürlich habe ich auch schöne kurvige Straßen und ja, ich genieße es einfach. Es ist wirklich herrlich. Ich werde auch nicht mehr so viel in die Firma fahren. Alles läuft. Was soll's. Und ja. Jetzt wird es einfach nur mehr interessant, was in der nächsten Zeit passiert. Wie viele Firmen werden überleben? Und ein alter Citroën mit Anhänger. Wunderschön. Ja, und ich werde dann vielleicht sogar irgendwann meinen Roller verkaufen. Außer meine Tochter hat dann den Führerschein und möchte es fahren. Dann bleibt er vielleicht da oder ich lege mir einen neuen zu. Das weiß ich noch nicht. Die Zeit wird es weisen. Ja, ich hoffe, ihr kommt gut durch die schwierigen Zeiten, Corona-Zeiten. Und mir bleibt natürlich nur noch eines zu sagen, wie immer, oben bleiben.